Servus meine Lieben, willkommen zurück bei Diablo 4. Heute geht's weiter mit meinem Totenbeschwörer. Wir haben hier in Kiowascha gleich die nächste Quest, und zwar Extrahierung und Einprägen. Das ist eine, wie nennen sich die? Moment, ich sag's euch. Eine vorrangige Quest, also da lernen wir etwas. Da gehen wir gerade hin. Ist ja gleich hier. Und dann schauen wir mal, was der möchte. Erzählt mir etwas über Extrahierung und Einprägen. Wie ihr sicherlich wisst, kann selbst scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innewohnen. Ich kann euch helfen, diese Macht zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele entreißen und sie in einen anderen übertragen. Nicht, dass mir so etwas in den Sinn käme. Schon gar nicht in Hörweite der Kathedrale. Gut, also wir haben gelernt, man kann bei ihm zum Beispiel Gegenstände, die legendären Gegenständen Sachen entziehen, so wie man es bei Diablo 3 hat man das mit dem Würfel gemacht. Dort könnte man legendäre Eigenschaften extrahieren, das geht hier auch. Man kann auch Aspekte einbringen und extrahieren. Gegenstände verzaubern und so weiter. Das lernen wir dann im Laufe des Spiels. Ich habe das bisher noch nicht wirklich gebraucht, aber mit meinem Hauptcharakter nicht, der schon ein bisschen weiter ist. Aber da geht es halt darum, das Ganze einmal gelernt zu haben. So, was habe ich heute vor mit euch? Heute gehen wir in das Gebiet hier. Wir laufen da jetzt einmal rein, schauen mal, was passiert. Und dann geht es in dem Gebiet heute weiter mit Nebenquests. Gehe ich mal davon aus, dass es welche gibt. Schauen wir mal. Hauptquest ist dann ein Gebiet weiter. Das kommt dann in der nächsten Folge. Schauen wir mal. Gut, also ich erkunde das jetzt euch, für euch mal schnell, das Gebiet. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich entweder ein Dorf erreicht habe, wo es Quests gibt, oder wenn ich was anderes finde. So Leute, ihr seht, hier ist ein blaues Ausrufezeichen. Das heißt, wir haben da eine Nebenquest. Einfach so mitten auf dem Weg. Schauen wir mal, hier liegt ein Buch. Priester Matvey meint, ich sei bereit. Ich werde Margrave bei Sonnenaufgang verlassen. Die Reise wird lang, doch mein Glaube ist endlos. Licht gewähre mir sicheres Geleit im Kloster, damit ich in seine heiligen Hallen deine Gnade kennenlerne. Sprecht mit Priester Matvey in Margrave. Das heißt, hier unten ist eine Ortschaft, und zwar Margrave. Dann sehen wir uns gleich, sobald ich in Margrave angekommen bin. So Leute, wir sind in Margrave angekommen. Das ist eine neue Ortschaft. Sie sehen alle gleich aus. Also nichts Besonderes. Ich meine, Nachbarn haben sich schon Gerede, was die machen. Ich tipp's halt an. Hier ist der Wegpunkt. Sollte ich sie dem Priester melden? Margrave sieht nach einem kleinen Dörfchen aus. Du willst also einfach nach Kiowaschat verschwinden? Wie oft habe ich... Wir haben hier aber mehrere blaue Ausrufezeichen. Das heißt, wir haben hier mehrere Quests. Wir sind jetzt hier unten. Da oben ist noch ein großes Gebiet. Hier sind noch große Gebiete. Wenn ihr es nicht tut, tun wir es. Habt ihr den Willen, es durchzuziehen? Stellt nicht meinen Glauben in Frage. Ich kümmere mich darum. Wollen wir mal schauen. Okay, dann geben wir mal erstmal die eine Quest ab. Und zwar der Tagebuch. Ich habe die Leiche eines Pilgers von Margrave. Ich verstehe. Also hat unser junger Bruder bei seiner Pilgerreise ins Kloster versagt. Eine Schande. Aber nichts anderes haben wir verdient, nicht wahr? Tod durch Zähne und Klauen. Durch Erfrieren. Durch den Scheiterhaufen. Nichts anderes verdienen unsere sündhaften Körper. Der hat auch eine neue Nebenquest für uns. Anscheinend bedrängt das böse Margrave von allen Seiten. Ja, die Dunkelheit ist überall um uns herum und droht jeden Moment, sich uns zu nähern. Es ist unser Kampf, sie in Schach zu halten, wenn auch mit größter Mühe. Damals,
als die Ritter der Reue noch in diesen Wäldern patrouillierten. Die Ritter der Reue? Haben sie große geweihte Feuerschalen errichtet, um das Böse abzuwehren. Eine davon ist nicht weit von hier. Wenn ihr uns helfen wollt, die Dunkelheit zurückzudrängen, könntet ihr sie entzünden. Könnte ich. Wir also, sind hier weit von Kiowasch. Wie gesagt, das sind alles so Nebengespräche, die sind, naja. Andere. Gut, nächste Ausrufezeichen, der Lacher. Aufrichtig, was ist hier los? Das waren einheimische Jäger. Sie sollten mit meinem Bruder Perithon einige Händler durch den Gebirgspass führen, wurden jedoch von Banditen angegriffen. Die Jäger glauben, Perithon hätte sie hereingelegt. Das kann nicht stimmen. Er ist nicht sonderlich aufrichtig, aber so etwas würde er nicht tun. Ich will ihn suchen, doch die Wälder sind gefährlich. Könnte ich euch vielleicht als Leibwache anheuern? Ja. Danke. Ja. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns in der Stadt umhören. Vielleicht ist er von alleine zurückgekehrt. Okay. Da muss ich jetzt mit den Tibis reden. Dann haben wir hier noch eine Quest. Salan Koste. Ihr seid verletzt, braucht ihr Hilfe. Ihr meint es gut, aber das wird schon wieder. Ich war ein Narr zu versuchen, in den alten Außenposten von Lichtwacht zu gelangen. Dort wimmelt es vor Kreaturen. Ich wollte nur... Ich glaube, meine Mutter Soliana war hier stationiert. Doch das Licht scheint sich nicht auf die Aufzeichnungen der Kirche zu erstrecken. Die Ritter der Reue müssen etwas beim Außenposten zurückgelassen haben. Okay. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Was wisst ihr über die Lichter? Bastion, ja, das wissen wir. Also Leute, ihr seht, wir haben jetzt einmal hier die Quest, die verfolgen wir als erstes. Blutsbande. Dann haben wir hier die reinigende Flamme und hier die Lichtwacht. Oder auch nicht gut. Kann man sehen, wie man will. Erstmal reden wir mit den ganzen Leuten hier, ob der Perithon zurück ist. Ich suche nach Perithon. Warum? Um diese Bedrohung endlich zu verhaften? Er ist vor einer Weile mit diesen heidnischen Händlern hinausgegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er scheint nicht so beliebt zu sein. Dann reden wir mit dem Priester. Nein. Ich fürchte, Perithon gibt sein Bestes, mich zu meiden. Ich sollte hoffen, dass er irgendwo für seine Erlösung betet. Wir haben vor langer Zeit aufgegeben. Okay. Und hier drin. Mit Wache Zeftko war Perithon hier. Dieser Unruhestifter. Nein. Aber lasst es mich wissen, wenn ihr ihn findet. Ich habe ein paar Fragen. Okay, also der ist scheinbar nicht beliebt. Ich hatte es gehofft. Die Händler wurden bei einem Lager kurz vor dem Pass überfallen. Dort sollten wir suchen. So, wir müssen jetzt hierhin. Für dem seine Quest. Ja. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich dort ankomme. Wir haben jetzt Skelettmarker, ganz kurz, ich bin ein Stück gelaufen, wir haben jetzt Skelettmarker bekommen. Machen wir Skelettmarker gleich weiter hier. So. Das heißt... Vier normale Skelette und drei Magier haben wir jetzt dabei. Nur so wollte ich euch kurz zeigen. Und wir haben auch schon den Questort erreicht. Passt ja. Also ihr seht, unsere Armee wird größer. Ein Licht. Das ist furchtbar. Banditenleiche. Sucht nach Hinweisen im Gebiet. Die Todesröhre scheint ein Schuss in den Hals zu sein. Zweifellos das Werk der Jäger aus Margrave. Dicke Narben kreuzen die Haut des Unterarms in seltsamen Mustern, als seien sie absichtlich so gezeichnet worden.
Leere Fässer. Die Warenkoffer der Händler wurden aufgebrochen und vollständig geplündert. Einer der Händler, mit denen Perthen unterwegs war, die Leiche wurde jeglicher Wertsachen geraubt. Ich wollte es nicht glauben. Doch ich habe neues Gebiet bereits gesehen. Bei widerwärtigen Kerlen, die sich. Ist die Tunnel. Na dann rein in die Tunnel. Da oben ist ein Keller. Kennen wir ja schon. Nehmen wir aber mit, da ist auch ein Schrein. Schrein der Verbindung. Jetzt sind wir ein Blitz. Das kennt man von Diablo 3 auch noch. Da gab es dann diesen Schrein auch und da hat man Blitze ausgestoßen. Schnell durch. Wir sind die Gegner. Also hier geht es jetzt gerade um den Schrein der Verbindung zu haben. Und das war's. Wow. Okay, das war jetzt easy. Aber gut, muss manchmal auch easy sein. So, ich weiß, dass der nicht hier oben ist, Leute. Oder vielleicht doch. Hm. Der Bereich ist ganz schön groß. Wir laufen jetzt mal hier runter. Das muss es sein. Gehen wir. Ich bin bereit. Ein Schatzgoblin, Leute, haltet ihn auf! Ich muss ihm kurz hinterher, Leute, sorry. Hab ihn! Also die Schatzgoblins, die gab es in Diablo 3 auch schon. Beispiel ein besseres Amulett bekommen. Schuhe. Bessere Handschuhe. Die Handschuhe habe ich jetzt Knochensperr gelernt. Brauchen wir aber nicht. So, was war jetzt da unten war, das brauchen wir nicht. Weiße Sachen nehme ich jetzt eigentlich schon nicht mehr mit. Hier unten war der Eingang. Flucht des Halsabschneiders. Schauen wir mal, wo der Perithon ist. Irgendwo muss er ja sein. Ein Dungeon. Ich kann nicht länger über die Missetaten meines Bruders hinwegsehen. Licht. Gib mir die Kraft, mein eigenes Blut zur Rechenschaft zu ziehen. Der ist übel stark, der. Also Leute, wenn ihr das Spiel spielen wollt, überlegt euch echt, einen Totenbeschwörer zu nehmen. Der ist ja übelst heftig. Im Prinzip, ich mache hier überall Pest und Tod hin. Ist das übel, Leute. Echt, also... Selten so leicht durchgekommen. So, hier oben ist nichts mehr. Doch, okay. War schon tot. Besseres Amulett. Ein Rang für alle Fertigkeiten des Typs Fluch. Also Leute, ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um auch Fertigkeiten durch Rüstungen zu bekommen. Da ist der Schlüssel. Oh, Kunden, Gott, auf jeden Fall. Also durch verschiedene...
Durch verschiedene Gegenstände kann man auch Fertigkeiten bekommen. Das heißt, es ist nicht nur wichtig zu gucken, wie stark ist die Gegenstandsmacht, sondern was kann der Gegenstand. Auch wichtig. Schmugglerhort. Echt krass. Kriegen so aufs Fressbrett hier die Gegner. Freigeschaltet, schmutzige Banditen. Also man kann ja auch Titel freischalten, indem man so und so viele Gegner tötet, indem man verschiedene Herausforderungen abschließt. Also diese Leichenexplosion, die Endeffekt keine Explosion mehr ist. Die ist auch richtig übel gut. So, große Frage, wir gehen erst nach rechts. Eine Handsichel. Aber auch schwächer. So, dann rein in die gute Stube. Irgendwo hier wird ja wohl jetzt der Lachter nochmal sein. Perithon. Perithon meine ich doch. Verdammt, wo bist du? Da ist er ja. Wir haben doch bestimmt gleich angegriffen. Ja, klar. Oder das ist ein Bossgegner gewesen. Habt ihr das gesehen, wie schnell der weg war? Krass, echt. Euer Bruder hat viel durchgemacht, um euch zu finden. Was hast du getan? Wie konntest du so tief fallen? Margrave verlangt nach Gerechtigkeit, Bruder. Ich brauche Gerechtigkeit. Sie sagten, es wäre eine saubere Sache. Ein paar Geldbörsen klauen und fort. Niemand sollte verletzt werden. Ich habe niemanden getötet. Ich lief weg und sie bestraften mich dafür. Du musst mir glauben. Das werden die anderen niemals glauben. Wir können nicht nach Margrave zurück. Kannst du laufen? Ja, die müssen jetzt von Margrave weg, ja? Scheiße. Das sind alte Schmugglertunnel, richtig? Wir folgen ihnen gen Süden. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Ein Neuanfang. Danke für eure Hilfe. Er ist ein Idiot, aber von meinem Blut. Ich kann nicht einfach. Kann ich euch vertrauen? Saugeil, er ist ein Idiot, aber er ist von meinem Blut. Ich kann ihn nicht alleine lassen. Ungefähr. Ja, die verraten wir nicht. Quest abgeschlossen. Minusmarkt, sehr gut.
So, das heißt, die Quest ist abgeschlossen. Dann können wir hier jetzt Schnellreise rausmachen aus dem Dungeon. So, und dann muss ich mal ganz schnell gucken. Dann würde ich sagen, das hier ist die nächste, die wir machen, die reinigende Flamme. Ich erkunde hier schnell und dann sehen wir uns, sobald ich an der reinigenden Flamme da angekommen bin. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir gleich angekommen. Wir werden noch überfallen hier. Was war der Überfall? Wir müssen die heilige Flamme entzünden. Das war das, ja. Oh, da ist noch ein Zündler. Hoppala. Oh, das tut mir jetzt leid. Voll schräg jetzt weggebollert. So, was haben wir denn hier? Das ist die rituelle Feuerschale. Na dann, Feuer wird entfacht. Oder wie schnell die platt sind. Was noch mehr oder war es das? Kerzebrüste, Priester Matwey zurück. Gut. Hammer. Dann gehen wir noch kurz hier in den Keller, der ist ja gleich hier nebendran. Eine stille Truhe. Stille Truhen, die gibt es überall zu finden. Dafür braucht man einen stillen Schlüssel. Ich weiß gar nicht, habe ich da noch welche? Vor allem, wo sieht man die? Gute Frage. Also es gibt auf jeden Fall diese stillen Schlüssel. Verschlossen. Wir haben keinen. Flüsternden Schlüssel für die stille Truhe. Die kann man kaufen bei dem Kuriositätenhändler in Kiowaschat. Also da, wo man diese Obolusse ausgibt. Für 20 Obolusse bekommt man einen so einen Schlüssel. Aber bisher habe ich da jetzt auch noch nicht so tollen Loot rausgekriegt. Also nichts Besonderes. Vielleicht mal was Gelbes oder... Das war's schon. Also diese kleinen Instanzen, sage ich jetzt mal, die sind relativ entspannt, muss ich sagen. Es geht ruckzuck. Du machst schon ein bisschen Erfahrung. Jetzt kriegst schon ein bisschen Loot. Ist schon in einer Minute erledigt. Also zumindest mit dem Totenbeschwörer, muss ich sagen. Der ist echt pervers. Also, sorry Leute, aber der ist echt heftig. Ich habe jetzt wirklich schon ein paar Charaktere getestet. Und der ist echt heftig. So, jetzt reisen wir schnell zurück nach Margrave, geben die eine Quest ab. Und dann haben wir noch eine Quest hier. Und dann sollte es auch für heute gut sein. Die Feuerschale ist entzündet. Das habt ihr. Ich kann es von hier aus riechen. Ich wünschte, ich hätte die Flammen tanzen sehen können. Das Licht scheint durch euch, Wanderin. Mhm. Sehr gut. Da ist ja wieder so eine Truhe bekommen. Obolusse, sehr gut. Jetzt gehe ich kurz zum Schmied. Ich tue wieder alles verwerten, was ich nicht brauche. So, und jetzt ist ein Problem, finde ich, bei dem Diablo. Ein Problem habe ich mit dem Spiel. Und zwar meine Truhe. Meine persönliche Truhe, wo ich mein Zeug aufhebe, die war ja bei Diablo 3 in jeder Stadt, in jedem Akt konnte man sein Zeug ablegen. Hier kannst du nur in der Hauptstadt zu deiner Truhe, nur hier in Kiowaschat gibt es die Truhe. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich gelöst. Meiner Meinung nach, aber gut. So, jetzt haben wir die Lichtwacht noch. Dann sehen wir uns sofort wieder, wenn ich in der Lichtwacht angekommen bin.
So, Leute, wir sind angekommen. Hier geht's in die Lichtwacht. Das ist ein Dungeon, ne? Also das als Abschluss heute perfekt. Ist die Dinger hier, ich weiß es immer noch nicht, entmutigen, was ermutigen, Seele unerbittlich. Ermutigen. Jubeln. Gut gemacht. Ein Geist folgt euch. Und jetzt? Keine Ahnung. Rein in die Lichtwacht. Also ich habe jetzt einen Geist bekommen, das kenne ich jetzt selber noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist neu für mich. So, ich habe noch einen Fertigkeitenpunkt, den verteilen wir kurz. Hier brauche ich nichts. Das lassen wir so. Das hier machen wir hoch. Weil das ist geil. So, Abfahrt. Die Lichtwacht. Erlangt Tagebuch des Archivars 1, 2, 3. Tötet die Wachmänner. Also, wie gesagt, ihr kennt schon Dungeon. Das ist nicht der erste Dungeon. Wir scheinen sich, irgendwelche Räuber zur Ruhe gesetzt zu haben. Okay. Ich mache überall nur Dunkelheit. Verschlossen. So, da brauchen wir einen Schlüssel. Gehen wir erst nach links, ne? Erst da hoch, Leute. Kommt, meine Gespenster und Skelette. Was macht ihr denn? Wir müssen da rein. Hätte ich es fast übersehen. So, Lesepult des Archivars, Tagebuch. Unsere neuen Rekruten erweisen sich als stark. Eine ist mir besonders ans Herz gewachsen. Retterin Soliana Koski. Ihre Hingabe an den Glauben könnte selbst den dunkelsten Schatten des Zweifels aus den Köpfen tilgen. Ich kann gut mit ihr über jene reden, die ich verlassen habe, um dem Ruf des Lichts zu folgen. Auch sie musste ihre Familie zurücklassen. Ihren Sohn. Ich setze überall einfach nur Dunkelheit. Also. Ist der verflucht? Alter, wir schnetzeln uns da durch die Lichtwacht. Das ist brutal. Gehen wir wieder zurück. Zum Hauptding. Einen Wächter müssen wir noch töten, dann geht's hier weiter. Da rennt alle rein.
Dann gehen wir erst wieder hier links. Schlitzer, die sind eklig. Die tauchen nämlich einfach so auf. Also auf jeden Fall sind wir hier mit Dieben und Werwölfe, die sich verbündet haben. War witzig. Muss ja irgendwo der zweite Wachmann sein und Tagebuch, hoffe ich doch. Wir sind auf jeden Fall fallen auf dem Boden. Mal aufpassen. So, hier ist auf jeden Fall Archivar. Oh, weg vom Pass. So, ich nehme mal das Tagebuch auf. Unsere Kompanie wurde auf eine Mission für das Licht. Die verfluchte Tür. Ich weiß, dass wir nicht zurückkehren werden, wie all die anderen, die zum Dienst einberufen wurden. Wir haben der Kirche bereits alles gegeben. Müssen wir ihnen etwa noch unser Leben schenken? Geht mir hier ab jetzt. Ich krieg grad gar nichts mehr, ich spawn, mache nur noch Zauberer. Alterle, das war jetzt verwirrend, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich habe jetzt eigentlich nur noch gezaubert. Und dafür hat es sich hoffentlich wenigstens gelohnt, die Truhe. Ja, Zweihandschwert will ich aber nicht. So. Ja, die Fluchtdinger aber. Oh, wäre noch besser. Schild will ich nicht. Gut, weiter geht's. So, Fertigkeitenpunkt haben wir auch einen. Machen wir das gleich weiter hoch. Die machen wir jetzt auf Max. So, jetzt zurück. Wir haben jetzt beide Wachmänner gekillt, das heißt, wir können jetzt da die Tür öffnen. Oh halt, wir sind hier falsch. Wieso sagt mir das keiner? So, hier sind wir richtig. Ah, genau. Weiter geht's. Also ein Tagebuch haben wir noch und Lichtwacht sind wir ja auch schon kurz vorm Ende jetzt. So wie es aussieht.
erledigt. Gegnertechnisch geht es hier gut ab in der Lichtwacht, muss ich sagen. Da wird einiges... Geht einiges drauf. So, jetzt haben wir wieder zwei Wege, rechts oder links. Wir gehen rechts. Meine Skelette haben entschieden, wohin. Schauplatz. Noch ein Gefängnis. Hier geht's weiter. Hier wird er wieder gegen den Schauplatz hier. Ich habe versucht, Soliana zu überzeugen. Er hat zu Salan Kostin Margrave zurück. Ich sagte ihr, damit dass ihr Sohn lieber mit einer Mutter aufwachsen würde so, und wir einen Neuanfang wagen könnten, weit weg von dieser zugefrorenen Einöde. Sie weigerte sich. Soliana sagte, wegzulaufen würde bedeuten, das Licht aufzugeben und somit eine bessere Welt für ihren Sohn. Vielleicht hat sie recht. Das war mal die Rudelmutter. Lichtwacht abgeschlossen. Eine Zweihandsense, okay. Die ist aber diesmal besser. Also Leute, normalerweise hätten wir jetzt einen Aspekt bekommen, da ich aber die Lichtwacht schon mit einem anderen Charakter abgeschlossen hatte, bekomme ich den Aspekt jetzt nicht mehr, den hatte ich ja schon. Eigentlich könnte man hier jetzt noch den Raum erkunden und hier, aber ist unnötig. Geh mal raus. Zurück nach Margrave. Das können wir dann auch per Schnellreise machen. Zack. Haben wir noch Platz? Ne, wir haben keinen Platz mehr. Wir gehen erst zum Schmied geschwind. So, mein Freund. Ich sah euch beim Reinkommen. Müsst den Altar übersehen haben, sonst schneidende Häuterin. Ich habe diese Tagebücher gefunden. Ich verstehe. Meine Mutter war also Ritterin der Reue. Hätte sie sich auch so entschieden, wenn sie gesehen hätte, was aus der Welt geworden ist? Danke, dass ihr mir die bringt. Bitte. Quest erledigt. So, jetzt decke ich das hier noch auf.
Aber das mache ich außerhalb der Folge und das. Und dann geht's das nächste Mal weiter mit der Hauptquest hier unten. Befleckter Ruf. Gut. Also Leute, ich werde jetzt mein Inventar noch aufräumen, das Zeug in die Kiste legen, werde hier unten noch aufdecken, was noch zu aufdecken ist. Quests gibt es hier, glaube ich, keine mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann geht's nach, keine Ahnung, ins nächste Gebiet. Und da geht's dann mit der Hauptquest weiter. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Lasst Like, Abo, Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.